Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute gucken wir uns nochmal die Aktionen von Version 5.2 an, Geweberolle über Geist und Feuer von Genshin Impact. Wird am 20. November erscheinen. Wir danken allen Reisenden für die Unterstützung und Begleitung. Inhalte befinden sich in der Entwicklung von und repräsentieren nicht die finale Version. Einfach kurz eine Preview, was uns die nächsten 6 Wochen so an Events erwarten wird. Auch wenn wir die Hälfte davon schon wieder vergessen werden. Zumindest geht es mir immer so. Schon mal ein cooles Intro. Iktomi Spirit Seeking Scrolls. Hier gibt es eine Waffe, wie bei jeder Version basically. Und die sieht richtig cool aus. Man sieht es hier leider nur ganz, ganz klein. Also werden wir in ein paar Tagen spätestens bei der Vorschauseite, wahrscheinlich morgen schon, nochmal genauer zu Gesicht bekommen. Genau. Sieht richtig cool aus. Ist wahrscheinlich ein Einhänder. Sieht zumindest aus wie ein Einhänder. Und ja. Darauf freue ich mich auf jeden Fall schon. Genau. Search for Lost Spirits. Ah, ist wieder ein Online-Multiplayer-Event, okay. Man muss die bei sich da reinzoomen wahrscheinlich, genau. Dann eine Kampfaktion. Yippie! Wir alle lieben Kampfaktionen. Wir alle hassen Kampfaktionen. Moment mal, wait a minute, hat man gerade eine Chaska-Preview bekommen. Chaska-Gameplay-Preview, lul. Sie sammelt 5 Kugeln und dann schießt sie. Interessant. Was ist das? Puzzeln. Okay. Na, Puzzle. Cool. Sowas mag ich. Exercise Searching Storm, nächste Aktion. Select a Combat Unit. Ah, da kämpft man wieder mit, okay. Da kämpft man wieder mit Gegnern und lässt sie gegen andere Gegner antreten. Also Monster, besser gesagt. Genau. Deine Monster kämpfen gegen gegnerische Monster. Aber nicht so Tower Defense-mäßig wie letztes Mal, sondern... ganz normal, 1 gegen 1 einfach. Okay, interessant. Claw Convoy. Eine Suchaktion. Tiersuchaktion, okay. Adventurer's Trials Metamorphosis. Okay. Interesting. Und Automatic Artistry, das ist Genshin, Genshin Impact. Was du nicht sagst. Ich wollte sagen TCG. Select characters exclusive to the mode to build and strengthen your team and the characters will automatically battle. Das ist Auto-Chess in Genshin Impact. Das ist Auto-Chess. Oh, wow. No way. Das ist quasi wie League of Legends TFT, Hearthstone Battlegrounds und so weiter. No way. Das kommt zu Genshin Impact? Crazy. By the way, wurde auch ein physisches TCG angekündigt, also mit physischen Karten in echt. Mal gucken, ob das auch nach Europa kommt. Ist natürlich wieder China-exclusive erstmal alles. Der sämtliches Merchandise ist eigentlich nur in China verfügbar und wird dann exportiert zu uns. Und ja, aber das ist interessant. Auto-Chess in Genshin Impact. Vielleicht wird dadurch das TCG ein bisschen beliebter, auch wenn ich es nicht glaube, ehrlich gesagt. Aber es ist nicht ganz so Auto-Chess irgendwie. Oder? I don't know. Das sieht ein bisschen anders aus, wie man jetzt so ein klassisches Auto-Chess kennt. Und Leyline Overflow. Man kriegt doppelte Belohnungen von Blüten der... Wait, Chaska benutzt einen Bogen? Warum fliegt sie dann die ganze Zeit auf einem riesigen Gewehr rum? Also 2 Bogen-User kriegen wir. Chaska und Auroron zeitgleich. Das ist weird. Aber der Bogen sieht hammergeil aus. Das ist ein sexy Bogen. Not gonna lie, der Bogen sieht richtig pervers gut aus.
Gefällt mir richtig gut. Sehr, sehr geil. Oh, wow. Alter, die Natlan-Waffen. Also, god damn. Das ist das Schwert von der Aktion. Hier sehen wir es nochmal in groß. Sieht richtig geil aus. Sieht richtig geil aus. Dann der Catalyst. Ich meine, sieht aus wie ein Pyrokolos, basically. Sieht auch cool aus. Und der Bogen hier, Flower Reft Feathers. Godly. Pervers. Also die Weapon Designer, die machen echt einen guten Job. Sieht richtig, richtig geil aus. Gefällt mir richtig gut. Ist echt schade, dass man die Waffen immer nur sieht, wenn man sie auch wirklich benutzt. Weil wenn der Charakter sie länger nicht benutzt hat, länger nicht mehr gekämpft hat, dann packen die Waffen ja mal weg und die verschwinden dann. Ist echt total schade, weil die Waffen richtig geil aussehen. Also schade, dass es nicht eine Möglichkeit gibt, sich die Waffen immer anzeigen zu lassen oder so. Würde ich wahrscheinlich bei vielen Charaktern machen, weil es sieht echt cool aus. Ja, ich würde sagen, das Event, was mich am meisten interessiert, ist, also rein vom Gameplay her, das mit den Puzzlen wahrscheinlich, weil es am meisten Spaß machen wird, probably. Dann generell das Event mit den Belohnungen, natürlich das Hauptevent, das Iktomi Spirit Seeking Scrolls. Und sonst, was noch vielleicht ganz interessant, könnte das mit den Monstern sein. Genau, die Monster, die sich battlen, das wird wahrscheinlich auch ganz interessant werden. Genau. Und ja, auf was freut ihr euch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns spätestens zur Version 5.2 wieder, aber höchstwahrscheinlich schon im nächsten Genshin Impact Video. Hoffe ich doch. Lasst auf jeden Fall ein Like, einen Kommentar, ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's kurz rein und ciao, ciao.